In 28 Tagen ist es soweit, Super Mario Maker 2 erscheint für die Nintendo Switch. In dieser Videoreihe gibt es jeden Tag 5 Fakten zu Super Mario Maker, um die Wartezeit bis zum Release zu verkürzen. Fangen wir direkt an mit Fakt Nummer 1. Mario Maker 2 beinhaltet gleich 5 verschiedene Spielstile, darunter Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 3, Super Mario World, New Super Mario Bros. U und Super Mario 3D World. Mario Maker 2 auf der Nintendo Switch ist das erste Spiel, bei dem ein Touchpad beiliegt. Ursprünglich war die Nintendo Switch nicht auf einem Touchpad ausgelegt, da es wahrscheinlich aber einfacher ist, Level zu bauen mit einem Touchpad anstatt mit seinen Fingern, dachte sich Nintendo, ein Touchpad beizulegen. Jedoch nur bei ausgewählten Händlern oder bei einer digitalen Vorbestellung im eShop. Wenn man im Super Mario 3D World Stil bauen will, muss man beachten, dass das ganze Level gelöscht wird, da dieser Stil auf einer anderen Engine basiert als die klassischen Mario Stile. Diese Entscheidung wurde so getroffen, um Kompatibilitätsprobleme zu beheben. Mario Maker 2 beinhaltet einen Story-Modus, in dem man den Toads helfen muss, Peachs Schloss wieder aufzubauen. Man muss Level spielen, die mit der Zeit immer schwieriger werden. Dafür hat Nintendo über 100 Level im Spiel eingebaut. Kommen wir nun zum letzten Fakt für heute, und zwar: Mario Maker 2 beinhaltet zwar einen Online-Multiplayer, mit dem man mit bis zu 4 Leuten online ein Level spielen kann, jedoch kann man dies nicht mit Freunden tun. Das heißt, du kannst mit random Leuten aus der ganzen Welt Level zusammenspielen, mit deinen Freunden geht nicht, da muss man das lokal tun. Das war's mit dem ersten Tag meines Mario Maker 2 Countdowns. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es waren einige nützliche Fakten für euch dabei. Tatsächlich steckt sehr viel Arbeit in diesen Videos drin. Vielleicht nicht in den Fakten, weil es ist ja nicht viel Arbeit zu googeln, ja, Mario Maker 2 Fakten. Aber das ganze Editing des Videos, da stecke ich gerade sehr viel Arbeit rein. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr eine Bewertung dalassen würdet. Falls euch die Fakten nicht gefallen, ich kann euch beruhigen, ich werde nicht 28 Tage lang 5 Fakten machen. Wir werden noch ab und zu was anderes zum Thema Mario Maker 2 machen. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht einen Tag auch Mario Maker 1 zu spielen. Wir werden sehen. Ich lasse mir da was Cooles einfallen. Ich hoffe, wir haben eine tolle Zeit in den nächsten 28 Tagen. Bis dahin, wir sehen uns dann morgen im Tag 2 des Mario Maker Countdowns wieder. Wir sehen uns und ciao. Thank you.